Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich dir heute in diesem Video, wie ich meine Hände so pflege. Wie du schon bekanntlicherweise weißt, ich arbeite in der Pflege. Ich muss täglich meine Hände desinfizieren und auch regelmäßig waschen, einfach aus rein hygienischen Gründen, da man einfach nicht von Patienten zu Patienten mit ungewaschene oder undesinfizierte Hände geht, denn man weiß nie, was die andere Patientin hat und so verschleicht könnte man Krankheiten weiterschleichen und alles. Und deshalb muss man die Hände einfach regelmäßig desinfizieren. Das weiß eigentlich jede Person oder Mensch oder was auch immer. Und ja, da zeige ich dir einfach mal, was ich genau so mache und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, als erstes benutze ich immer von Lush Salted Coconut das Handpeeling. Das ist jetzt dieses cremige Kokosnuss- und Meersalzpeeling ist perfekt, um deine Hände in Top-Zustand zu behalten. Dieses Produkt ist jetzt, soweit ich weiß, vegan und ich brauche nur eine kleine Menge. Mit dem wasche ich ganz normal meine Hände, massiere es ein, vor allem zwischen den Fingern. Da habe ich am meisten die trockenen Hautschüppchen und alles. Da trocknet bei mir einfach alles sehr schnell und sieht sehr schnell spröde aus bei mir und deshalb massiere ich dort einfach am meisten ein und alles. Und dann wasche ich es ganz normal mit Wasser ab. Und dieses Produkt hinterlässt einfach ein wunderbaren, seidig glattes Hautgefühl, so wie auch einen leichten, pflegenden Ölfilm. Was ich jetzt nicht so fettig finde, ich tupfe meine Hände danach einfach schön ab. Dann als nächstes, wenn ich das gemacht habe, dann trage ich von Essence aus der Studio Nails Nail Cuticle Remover Pen. Mit diesem Stift schiebe ich einfach mein Nagelhaut zurück. Es hinterlässt auch noch so einen Pflegefilm, was ich danach eigentlich auch einmassieren kann oder so. Ich finde das einfach schön angenehm. Es ist nicht so hart wie so zum Beispiel ein Rosenholzstäbchen oder so. Oder diese Pferdefüßchen, die es gibt. Die ist zwar auch so ein bisschen hart, aber ich finde das einfach angenehmer. Und wie gesagt, es pflegt noch mehr die Haut als mit einem normalen Rosenholzstäbchen oder so. Weil es einfach noch so mit Flüssigkeit getränkt ist. Und ja, das kaufe ich mir eigentlich auch immer und immer wieder nach. Ist auch eines meiner Favoriten. Ja, danach, wenn ich das gemacht habe, dann trage ich einfach auf meinem Nagelhaut von Veleda, von Alnatura Kokosöl Nativ auf. Das bekommst du hier in der Schweiz zum Beispiel jetzt neuerdings oder seit einigen Monaten im Migros. Für ca. 5.90 Franken oder so. Und ich mag es total gerne. Ich benutze dieses Kokosöl für verschiedene Sachen, nicht nur um meine Nagelhaut zu pflegen. Danach, wenn ich das gemacht habe, dann benutze ich von Lavera die Handcreme feuchtigkeitsspendende Pflege. Dieses Produkt ist vegan und ja, tierversuchsfrei sowie auch auf natürlicher Basis hergestellt worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nie gedacht, dass dieses Produkt so gut ist. Also jetzt für meine Haut ist es hier. Für meinen Verhältnissen reicht es vollkommen aus. Ja, ich benutze es auch sehr gerne abends. Bevor ich schlafen gehe, trage ich einfach eine dicke Schicht davon auf. Und es pflegt wirklich gut die Hände. Ich bin absolut begeistert. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Es ist ein kurzes und knappes Video. Aber ich denke, das genügt auch. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll, wie ich meine Hände ansonsten pflege. Das ist jetzt einfach wirklich meine Routine, die ich täglich, das Peeling
Und also die Nagelhautpflege und alles führe ich einfach einmal in der Woche durch, je nachdem, wann ich frei habe und Zeit habe. Meistens versuche ich es sonntags quasi ein Beauty Day zu machen, wo ich einfach gesagt, ach, ja, meine Hände einpeele und alles. Aber wenn ich mal sonntags arbeiten muss und dafür keine Zeit habe, dann einfach irgendwann, wenn ich frei habe und Zeit für das habe. Und wie gesagt, die Lavera Handcreme benutze ich täglich. Ist auch schon fast alles, glaube ich, nur noch bis hier. Ich liebe es, werde es mir definitiv auch wieder nachkaufen. An dieser Stelle ein Nachkaufprodukt für Leute mit normaler bis leicht trockener Haut. Kann ich das sehr gut empfehlen, aber jemandem mit sehr trockener Haut kann ich es wirklich nicht so empfehlen, da es doch ein bisschen zu wenig pflegt. Ja, wie gesagt, das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Gesichts- und Körperpeeling, das benutze ich schon seit Jahren, also seit ich eigentlich, oder besser gesagt, seit Lush